eben schon die eine oder andere Stunde in diesem Spiel gespielt. Und deswegen ist es heute soweit. Wir spielen das allererste Mal im Expertenmodus. Und das heißt, erstens, wir stellen eine Familie mit 8 Sims. Bei Sims 4 gibt es insgesamt 8 verschiedene Altersstufen. Also haben wir in unserer Familie ein Baby, ein Säugling, ein Kleinkind, ein Kind, ein Teenager, einen jungen Erwachsenen, einen Erwachsenen und zu guter Letzt einen Senior. Zweitens, alle wohnen zusammen in einem Haus. Drittens, wir spielen eine ganze Sims-Wohnung mit der Familie. Doch jetzt kommen die wichtigsten Regeln. Zum einen dürfen wir nämlich immer nur eine Person in der Familie steuern. Und zwar das Kleinkind. Weil man mit Baby und Säugling ja noch nicht wirklich was anfangen kann. Aber jetzt zum wichtigsten Part. Regel Nummer 5. Wir spielen die ganze Zeit auf Speed. Also auf allerhöchster Geschwindigkeit natürlich. Hashtag familienfreundlich und so. Und wir dürfen natürlich nie, ganz egal was passiert, auf Stopp drücken. Und das Ziel des Ganzen? Hoffen, dass alle überleben. Wir starten natürlich direkt in ein Spiel rein und erstellen unsere 8 Opfer. Eine wundervolle Familie meine ich natürlich. Der wir ein mindestens so wundervolles Leben schenken werden. Aber wir lassen uns einfach alle Familienmitglieder zufällig generieren. Also darf ich vorstellen. Magdalena die Seniorin. Mats der Erwachsene. Sandra die junge Erwachsene. Amy der Teenager. David das Kind. Lena das Kleinkind. Und Eddie der Säugling. Und damit ist die Familie bereit in ihr neues Zuhause zu ziehen. Doch welche Welt ist am extremsten? Ich würde sagen Strangerville oder Evergreen Harbor. Wisst ihr was, wir ziehen nach Evergreen Harbor. Und zwar ins Industriegebiet. Hier ist nämlich nicht nur die Luft schlecht, sondern auch alles komplett vermüllt. Ew. Aber immerhin haben sie ein schönes Zuhause. Doch jetzt wird es ernst. Wir starten den Extremmodus in 3, 2, 1. Wartet mal. Da fehlt doch noch etwas. Außer einem Like für das Video natürlich. Aber wir haben ja noch gar kein Baby in der Familie. Gebt ihnen 10 Sekunden. Ja, so macht man anscheinend Babys. Schlechte Leistung. Dieses Techtelmechtel lief nicht so gut. Aber hallo Mats, das kann man sowas von gar nicht behaupten. Sandra ist nämlich tatsächlich schwanger. Und wir versetzen sie auch direkt in die Wehen. Aber das ist jetzt nicht mehr unser Problem. Wir starten die Challenge jetzt nämlich in 3, 2, 1. Und ab jetzt dürfen wir nur noch das Kleinkind Lena steuern. Und wir dürfen auch nie wieder auf Stopp drücken. Oh, aber man kümmert sich auch direkt um den Säugling, ohne dass ich was machen muss. Oh, ja gut. Wir haben es einfach allein im Zimmer eingesperrt. Oh mein Gott, Hilfe, es geht alles zu schnell. Ich komme vorne und hinten nicht mehr nach. Und offensichtlich mag das Kind David seine Oma nicht. Ihr Verhältnis ist schwierig. Schwierig ist es auch hier, den Überblick zu behalten. Oh, aber Sandra hat offensichtlich unser Baby geboren. Und es ist ein Mädchen. Und sie heißt 1, 2, 3, Sarah. Herzlich willkommen im absoluten Chaos, liebe Sarah. Das Chaos ist einfach so groß, ich konnte noch nicht mal irgendwo irgendwas machen. Aber uns wird gerade was beigebracht. Ach du Heilige, wie viele Leute wollen was von uns? Und jetzt randaliert die Oma auch noch sehr vorbildlich draußen vor der Tür. Aber immerhin ist sie nach draußen gegangen. Und dann streitet sie wieder mit ihrem Enkel. Ach du Heilige, der ist mittlerweile auch sehr wütend. Und hungrig. Aber darum muss er sich selber kümmern. Denn unsere Eltern interessieren sich offensichtlich nur für mich. Ob es da vielleicht ein Lieblingskind gibt? Aber ich sollte mich definitiv mal selber um das Lieblingskind kümmern. Ey, wie das aussieht. Ich kann nicht mehr. Aber Kind, wo gehst du überhaupt hin? Ah, nach draußen, um zu randalieren. Von wem man das wohl hat. Aber wir schnappen uns jetzt am besten mal was zu essen. Wow, das ging schnell. Sehr effektiv. Und jetzt bringen wir uns selber ins Bett. Ja gut. Das habe ich nicht gemeint. Und wie geht es eigentlich dem Rest der Familie? Ja, ausgezeichnet offensichtlich. Stimmungsschwankungen mindestens eine 12 von 10. Aber mittlerweile schlafen alle, außer unsere Mama. Oh, und ich hab's verschrien. Oh, und wie? Wir haben in die Windel gemacht. Und jetzt wird randaliert. Können wir unsere Mama vielleicht bitten, unsere Windel... treten? Leute, soll ich? Nee, also ich kann auch nicht. Ja, okay, ich mach's. Ach du Heilige, das ging viel zu schnell. Und unsere Mama ist nicht mal böse auf uns. Aber wie wir alle wissen, Gewalt ist keine Lösung. Und apropos Gewalt, unsere Geschwister müssen in einer Stunde zur Schule. Aber wir sollten uns jetzt wirklich mal um unsere Bedürfnisse kümmern. Finden wir in der Küche irgendwas zu essen oder nur dreckige Windeln? Und wir können uns auch nicht mal was aus dem Kühlschrank nehmen. Das ist sehr, sehr schlecht. Eltern, bitte tut doch was. Ey, um alles muss man sich selber kümmern. Mama, Hilfe, wo bringst du mich hin? Ich wollte doch gerade was essen. Oh. Baden ist natürlich auch wichtig. Dann geht es uns bestimmt gleich besser. Ohnmächtig werden! Freunde, wenn das so weitergeht, werden wir bald vom Jugendamt abgeholt. Und wir brauchen jetzt wirklich unbedingt was zu essen. Aber unsere Mama ist gerade das Einzige, was für uns erreichbar ist. Und weg ist es. Hallo, kann mir bitte mal jemand kochen? Wie sie sich alle provokant Sachen aus dem Kühlschrank holen. Und ich bin die Einzige, die das nicht kann. Ich dachte ja wirklich, der Säugling wird wahrscheinlich am wenigsten vernachlässigt. Aber nee. Der bekommt wenigstens was zu essen. Ich dachte wirklich nicht, dass das Schwerste bei der Challenge wird. Weil, nee, der Kühlschrank, er ist einfach leer. Genau wie meine Hoffnung. Aber wir haben hier was zu essen. Ja, Leute, es sieht gut aus. Unsere ganze Familie und das ganze Haus stinken zwar, aber sonst. Absolut einfache Challenge. Und wir können mit unserer Mama ringen. Wie brutal sind wir eigentlich? Ja, okay, aber es ist weniger brutal als erwartet. Aber bei unserem Kind weiß man ja nie. Und ich weiß echt nicht, was mit diesen Erwachsenen los ist. Aber die haben ihr Leben einfach nur im Griff, wenn ich nicht eingreife. Aber immerhin haben wir bis jetzt noch alle Kinder. Und niemand ist gestöpselt. Und niemand ist schwanger. Aber unsere Schwester schwänzt gerade das erste Mal die Schule. Geht es ab jetzt abwärts. Ah, aber davor hat unsere andere Schwester noch Geburtstag. Und sie ist 1, 2, 3. Zappelig. Das heißt, wir haben jetzt 2 Säuglinge in der Familie. Und das macht die Windelsituation wahrscheinlich auch nicht besser. Und unsere Mama hat Kochbananen gemacht. Die holen wir direkt rein und essen die. Hallo. Ich habe gesagt, du sollst die essen. Ey, ich schwöre, ich drehe langsam mit den Sims durch. Eddie ist sehr hungrig. Sieh zu, dass man ihn füttert. Sonst holt man ihn dir noch weg. Oh nein, oh nein, oh nein.
aber unsere Mama ist da. Leute, hat sie ihn jetzt gefüttert? Das ging so schnell. Was? Leute, unsere Oma ist gerade verhungert. Hallo, Sensi. Du kannst gerne noch länger hierbleiben. Oh, und er spielt mit unseren Sachen. Schnell, 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 schnell. Das ist unsere Chance. Red mit dem Fremden. Ja, mach es einfach. Let's go. Ich dreh durch. Du hast mir den Tag versüßt. Danke, dass du mich zum Lächeln gebracht hast. Aber unsere Schwester ist jetzt kurz vorm Verhungern. Ey, das Leben zieht so schnell an uns vorbei. Ich hatte noch nicht mal genug Zeit, um unsere Oma zu trauern. Und ich habe mir ganz ehrlich so viel Sorgen um die Kinder gemacht, dass ich die Oma einfach vergessen habe. Aber wir werden jetzt unsere Schwester retten. Kann ich ihr die Bananen irgendwie geben? Ja, ich weiß, die sind vergammelt. Aber bevor sie abgeholt wird. Wir können es ihr nicht mal ins Inventar schieben. Und wie es hier einfach aussieht. Lena ist hungrig. Aber unsere Mama fängt an zu kochen. Halt, stopp, halt, stopp. Stopp, gib mir das sofort. Wir treten sie jetzt einfach nochmal. Ich brauche dieses Essen. Mama, bitte. Wo ist es hin? Ist es vielleicht da dazwischen? Nee. Es ist in ihrem Inventar. Also praktisch unerreichbar für uns. Hä? Und jetzt haben wir keinen Hunger mehr? Aber warum hat das Spiel uns dann gedroht? Als wäre die Challenge nicht schon schlimm und anstrengend genug. Darauf gehen wir jetzt mal eine Runde schlafen. Und unsere Schwester hat Hotdogs gemacht. Ihr ist wahrscheinlich gar nicht bewusst, wie wichtig das für uns ist. Und wo sind wir überhaupt und was brauchen wir? Aufmerksamkeit. Ah, die bekommen wir eh gerade. Aber warum sind wir immer noch so traurig? Oh, natürlich. Weil unsere Oma gestürzt ist. Leute, es geht alles zu schnell. Das habe ich schon lange wieder verdrängt. Aber vielleicht können Hotdogs bei der Trauer helfen. Und draußen stürmt es richtig. Ob das der Zorn unserer Oma ist? Ist das Schimmel? Freunde, sagt mir nicht, dass es jetzt auch noch Schimmel. Aber was macht unsere Schwester draußen im Gewitter? Natürlich. Und jetzt steht auch noch Flat vor der Tür. Und Lena hat folgendes Merkmal von Flat rausgefunden. Er ist böse. Oh, oh. Und unsere Mama hat jetzt eine Midlife-Crisis. Ein Tag gleich dem anderen. Nichts Aufregendes passiert. Naja, wir haben gerade einen Vampir und einen Geist bei uns zu Hause. Ich würde das nicht als langweilig und normal bezeichnen. Und hat der Geist gerade unsere Möbel zerstört? Und warum geht es uns jetzt schon wieder so schlecht? Feuer? Oh nein, 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 lösch das Feuer bitte! Nicht schlafen, Feuer löschen! Wir haben einen Feuermelder. Das ist gut für die Familie, aber schlecht für die Challenge. Wird natürlich sofort verkauft. Aber das heißt, wir können jetzt nichts mehr kochen. Ah, aber jetzt mal eine schöne Nachricht. Wir müssen nur noch einen einzigen Tag überstehen. Und wir haben Geburtstag. Alles Gute! Auch an alle, die heute zufällig Geburtstag haben. Mats, nein, oh mein Gott! Sensi, nein, das kannst du mir doch jetzt nicht antun! Bitte, es ist mein Geburtstag. Leute, was passiert schon wieder? Es ist viel zu viel. Und da sind wir. Schnappen uns das schimmelige Essen und verschwinden hinterm Haus. Lena ist älter geworden. Wuhu. Und sie ist ordentlich. Wow. Gratuliere dazu. Da hat sie in diesem Haus jetzt entweder ganz viel Pech gehabt oder sie ist genau deswegen ordentlich geworden. Aber wir haben jetzt noch ungefähr 15 Stunden Zeit. Und ich versuche jetzt noch das Beste aus allem zu machen. Nachdem ich nicht mehr ohnmächtig bin. Okay, wir sind wieder halbwegs ausgeschlafen. Und jetzt übernehmen wir das Kommando. Wir putzen als allererstes das Badezimmer. Können wir nicht. Aber wir können das Geld unserer Eltern auf den Kopf hauen. Ganz ehrlich, das ist eh viel besser. Dann können wir uns endlich selber was zu essen holen. Leute, das ist so rührend, ich kann nicht mehr. Und jetzt wird hier endlich ordentlich aufgeräumt. Oh. Eddie ist auch endlich älter geworden, denn er ist 3 zu 1 unabhängig. Okay, wir haben jetzt wirklich nur noch wenige Stunden Zeit. Aber ich will wirklich, dass immerhin das Haus gut aussieht. Und Lena hat es tatsächlich geschafft. Aber was macht Sensi hier? Hallo! Wer ist da gerade im Pool gestorben? Jetzt voll im Ernst, kann mir das bitte jemand sagen? Nein, 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 nein. Unser Bruder David. Wie zur Hölle ist das jetzt passiert? Hier. David ertrinkt. Oh mein Gott, ich war so beschäftigt mit dem Aufräumen. Ich hab das gar nicht mitbekommen. Und damit ist die Woche und die Challenge auch tatsächlich vorbei. Und ich darf das erste Mal wieder auf Stopp drücken. Ey, Freunde, ich bin gerade so sprachlos. Es ist wirklich nicht. Es ist eine Woche später. Wir haben 3 Familienmitglieder verloren. Aber immerhin ist das Haus wieder sauber. Was zur Hölle? Unsere Schwester trinkt. Nein, halt, stopp. Da werde ich jetzt eingreifen. Und ich werde jetzt einfach das Spiel beenden, bevor noch irgendwas Schlimmeres passiert.